fürs Rennen. Ja, das war jetzt leider die Fehler. Aber ich habe voll riskiert. 70, 7, nein, was? 23,2 hätte ich schon schaffen sollen. Dann wäre ich vorm Wald her oder hinterm Wald her, dritter, vierter, fünfter Startplatz. Wie viele Deutsche im Splitter? Ja. Gerade wenige. Zumindest aus unserer Gegend. So, Waren los sie alle geht's. mit dem Ruf? Los geht's. Jetzt wird's. So, schauen wir mal. Die Ansicht. Ah. Siehst du, hoffen sie nicht. Ich habe gestern so ein National Series Rennen probiert auf Hotkin Scan. Das Ja. dauert 50 Minuten, nach 20 Minuten habe ich aufgegeben, 50 weil es so fad war. Ich Minuten bin von normal. 10 auf 3 vorgefahren oder auf 2 und dann habe ich aufgehört. Das war so fad. Ist das 50 Minuten? Ich weiß nicht, 25 Runden und du fährst circa 2 Minuten pro Runde. So, los geht's. Da geben die ersten schon Gas. Richtig, es liegt noch gar nichts. Nein, die Lampen leuchten. Kupplung, erster Gang hast du gesagt, gell? Im Start. Mir geht noch nichts. Nicht? Mal. Nein, bei mir nicht. Aber die haben 40 alle. Sekunden. Ach, dann hat wer nicht gerittert. Ist wieder riskanter Start. Schauen wir mal, das Rennen kann ganz kurz werden. Das kann nach ein paar Runden aus sein. Oder am Start. Ich muss einfach irgendwie safe durchkommen. Das Gute ist, dass die Innenstadt. Das heißt, wenn es irgendwann wirklich erwischt, kann ich einfach abkürzen über die Boxengasse. Das Blöde ist, dass ich so weit hinten starte. Das heißt, es gibt eine Aufholjagd mit Nummer 5. Der Salvatore, der war das letzte Mal deutlich hinter mir nachher. So, jetzt geht's. Aber Vollgas, oder? Ja. Green, green, green! Ah, ich hab's versemmelt. Wieder versemmelt. Ja, komplett, ich bin komplett Obi. Schnell umgegangen. Ja. Right side. Hab sogar noch einen Platz verloren. Clear. Jetzt hast du mal die ersten. Car right. Bis sie alles. Still there. Clear. Right side. Clear. Da fährt man fast hinten Clear. rein. Jetzt heißt es mal irgendwie da überleben da hinten. Aufpassen. Schauen, dass sich das alles einfädelt, die ersten ein, zwei Runden. Schauen. Hoppala. Fast mein Auto zerlegt, hoffentlich nicht zu viel. Auf den Curb kommen leider. Hoffentlich ist da nichts passiert. Das Auto zerstören. Ein bisschen knackst hat's. Wichtig ist sauber zu fahren, am Ende sind die Reifen sonst komplett hin. Da bremst du da komplett rein, komplett irre. Der Biker in der letzten Kurve innen rein. Ich meine, es geht, wenn der Gegner mitspielt. Jetzt ähnlich gemacht. Bisschen gerutscht leider. Schauen wir mal. Hat so viele zerlegt gerade. Wir sind durchgekommen. Der hat. Gut, zwei Schüsse hat sechs. Ja. Gott, da vor mir. Da geht's richtig los.
Wichtig ist jetzt unter dem Quad dran zu bleiben. Siebter bin ich. Bei innen bleiben. Nicht schön gefahren. ...24,5 die letzte Runde. Der Kraken ist vor mir. So. Hoppala. Leider ein Fehler. Wieder bei der Korkenzieher, da will ich immer zu viel. Das aufpassen, solche Fehler sollte ich nicht machen. Ja, es gibt ja fast die Bär, ich habe jetzt aber die Reifen wechseln und alles an. Da kommen die jetzt aus der Box raus, das ist schlecht. Genau vor mir. Und drauf da. Hui. Es ist halt die gemeine Kurve, du musst gut reinfallen in den Knick. Zwar ein bisschen weit weg leider. Ah, ein Apex total versemmelt da. Vor allem mit einem leichten Fehler. Der Biker schon hinter mir. Ist der da so Kamikaze am Beginn, der mal rein ist? Der mich überholt hat. 23,8, also ganz gute Zeit. Grutscht leider. Besser wäre ohne. Der Laurusch. Hängt uns dazu ein bisschen ab. Roland immerhin noch in Sichtweite, ganz vorne da ist er. So, da sind wir gut. 23,7. Wir verbessern uns ein bisschen. Ah, das sind Nachfahren, schlechte Linie. Der ist nicht gut, ich bin's nicht gut gefahren.
Die Kurven ist so schwer, wenn du hinten nachfährst, wenn du da in seine Linie fährst, zerstörst du so leicht die Aufhängung. Wenn du den Böller da erwischt. Das rote Teil da beim Körb. Der Herr hält uns jetzt ein bisschen auf. Sind dicht dran, komm, hinten sind es 3 Sekunden. Was war das? 23,8 wieder. Car right. Keep to the left. Clear, right side. Clear on the right. Ja, da hat man nicht wirklich viel Platz lassen. Ich könnte halt schneller. Ja, überholen ist nicht leicht auf der Strecke. Er ist schon wieder dran. Weit weg leider. Er kommt halt auch nicht vorbei. Es ist halt ein bisschen nervig, weil das ist überrundet. Da könnte uns einfach vorbeilassen. Könnten wohl beide schneller. Fährt da komplett ihre Linie. Off track. Also ganz dicht dran. Komplett weit weg jetzt. Was fallen jetzt zusammen? Müsste wieder beim Apex sein einfach. Ist das dramatisch schnell genug? Ganz okay jetzt da. Einfach schauen, dass ich die Kurven schön triff auf der Strecke. Das war ganz schlecht. Jetzt kommt er wieder näher. Schön die Kurve. Ach. Schauen wir mal, was geht. Wissen, ob da nach vorne irgendwas möglich ist. Wichtig ist ja nicht zum Hinter mir.
Die fahre ich leider nicht gut. Aber ich hole auf noch vorne. Schauen wir mal. Nicht wirklich viel. Genauso muss ich die Kurve treffen. Das war gut. Das ist falsch geschalten. Aber in Summe war das gut. Hat da ganz gut gefunden. Kann mithalten. Was war für Rundenzeiten ist die Frage? Was ist denn das? 23,8, nein, das wird schneller gehen. Aufpassen, dass ich nicht zu viel rutsche über die Reifen. Komm mal rauf! So, ganz gut gefahren. Nicht so schön getroffen, aber ganz gut. Schäfer mit dem Fehler. Das war ganz schlecht gefahren. Der Einlenkpunkt viel zu früh eingelenkt und dann irgendwie versucht da durchzukommen. Drift, auch nicht gut für die Reifen. Das rutscht generell schon. Ich habe nur 8 Runden. Ah, jetzt habe ich es versemmelt. Wäre nicht notwendig gewesen, da zu korrigieren. Der erste Einlenkpunkt, habe ich Angst gehabt, dass mich nachher dreht. Habe nochmal aufgemacht. Komme ich nicht näher davon. Wieder nicht gut erwischt, wieder die gleiche Stelle. Hat mir der Kart jetzt da. Das bin ich richtig gut gefahren gerade. Aber der fährt's auch gut.
weit weg, aber es war okay. Jetzt geht schon auf die Schulter, auf die Hand. Anstrengend, so. Aber es ist spannend. So. Komm mal dumm da! Falscher Gang da. Puh. Vierte, viereinhalb Sekunden vorne. Sehr gut eingelenkt. Gute Kurve. Viel zu früh eingelenkt, aber trotzdem gute Zeit da. Wir kommen näher. Der La Rochelle ist direkt vor uns fast. Nein, noch immer 3 Sekunden, aber da war schon mal mehr fahren. Kommt da rundherum gut. Erste Kurve daheim, eng bleiben. Ist immer ein bisschen schwer, den Körper. Ob den Apex gar nicht erwischt, jetzt bei beiden Kurven nicht. Immer ein bisschen zu früh, weißt du warum? Witzig nämlich, dass ich zu früh bin. Zu früh fertig mit den Kurven. Es wird jetzt generell ein bisschen schneller, das Auto kommt mir vor. Ins Rutschen kommen. Aber korrigieren können. Ja. Ja, die Reifen bauen ab, dafür wird das Auto leichter. Ich kann später bremsen, aber in den Kurven muss ich aufpassen. So kommt es mir zumindest jetzt vor. 4-5 Runden haben wir noch. Vierter X, Felix. Der Incident, vierter Auftrag. Hängt den Quad zumindest ab. Kommt vor, kommt noch näher. Er kommt noch vorne näher, so dass ich es rausbringe. Das heißt, ich mache nicht alles falsch. Schauen wir mal. Der Ferreira 7,9 hinten. Es wird immer weniger, was noch zu fahren ist. Nicht gut gefahren. Beide Apex versäumt. Wieder! Fünfter Sieg schon.
komm. Sauber fahren. Sauber fahren. Witzig, dass ich da, wenn ich nicht ganz im Curb in Apex Drift schneller bin in der Kurve, aber. Was war das, so eine schlechte Runde oder war der hinten so gut? Da 23,6, voll okay. Aber Fehler gemacht, das ist so wichtig. Dass er uns nicht rein ist dabei. So, der La Rocher ist da ziemlich dran am Schäfer. Sie aber nicht mehr ausgehen. Jetzt blinkt er. Schäfer leckt. Das ist jetzt blöd. Wir haben nur zwei Runden, schätze ich. Komm rauf da und rein in die Kurve. So, sehr gut. Auch ganz gut. Drei Runden noch. Drei Runden, ne? Drei Runden, ja. Ah, ich glaube, das ist schon aus fast. So, also noch drei Runden. Das war nicht gut, aber wir bleiben konzentriert. Ich habe die schnellste Runde gefahren vorher. Sehr nett von ihm. Er gibt mir die Möglichkeit, dass ich dann nochmal vielleicht zubekomme, aber ich glaube es nicht. Ah, das war schlecht. Wenn er dann nicht korrigiert hat, hätte ich ihn genau erwischen gehabt, dann wäre ich kaputt gewesen. Fehler! Ja, muss ja aufpassen, wenn es jetzt mich fast dreht. Da willst du unbedingt dann ran, aber wenn es nicht geht, wenn du so weit weg bist, geht's halt nicht.
Einfach weiter konzentriert fahren da hinten nach. Aber er fährt ganz gut. Das Problem bin, weiterhin sauber fahren. Das war sehr gut. Er macht einen leichten Fehler, ich komme aber nicht nah genug hin. Ich will ein bisschen früher bremsen da. Ah, das war nicht gut. Dran zu müssen. Ja, da hat er die Fehler gemacht, ich wäre dran gewesen. Oder Korkenzieher dann früher bremst, ich wollte da nichts riskieren. Noch eine Runde, noch kann viel passieren. Jetzt gibt der Gas, der Waldherr 5,5 für uns. Ah, reicht nicht. Hätte gut erwischen müssen und wäre dran gewesen, aber bei der Korkenzieher kann ich ihn eh nicht überholen. Naja, fünfter Platz. Winner, winner, chicken dinner. Gratuliere zum Sieg. Ich bin immerhin nur fünfter geworden. Sehr super. There's the flag, it's over. Direkt hinter dem vierten war ich noch. Hat einen Fehler gemacht, da bin ich zweit weg gewesen, dass ich vorbeikommen bin. Ja, ich glaube, war ein ganz gutes Rennen. Abgesehen vom Qualifying. War lustig. So, bleiben wir mal stehen. Ah. Ja, richtig anstrengend. Ja, es gibt auch andere Strecken. Ja, es geht. Ich verkrampfe halt immer viel beim Fahren. Deshalb schaut das so ein bisschen wild aus bei mir. Andere machen das ein bisschen weniger wild. Ja, das war's dann von mir mit dem Rennen. Könnt ihr euch dann auf YouTube noch einmal anschauen, wenn es euch sehr gut gefallen hat. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.